Mein Name ist Wolf Steininger. Ich arbeite in der HS Automation GmbH. Ich bin der kaufmännische Geschäftsführer der Firma, die ich 1999 gegründet habe. Also wir machen grundsätzlich Sonderanlagenbau. Wir sprechen das Handwerk genauso wie die Industrie oder sonstige Betriebe an, für die eine Automationslösung in Frage kommt. Ich heiße Marc Steininger, bin der technische Geschäftsführer der HS Automation GmbH und bin verantwortlich für die Auslegung der Robotertechnik, der 3D-Druckzellen und der Automation. Wir sehen hier einen KUKA Biontech mit einem Dreh-Kipp-Tisch, auch von KUKA, der einen Laser führt, mit dem man Metall-3D-Drucke ausführen kann. In der Applikation wird als erstes ein Basisträger, ein Rohr oder eine Platte auf den Dreh-Kipp-Tisch aufgespannt. Und danach wird die Laserquelle auf den Rundträger kalibriert und danach kann man den Druck dann letztendlich starten. Wenn der Druck startet, dann wird die Drahtseele dem Druckkopf zugeführt, der dann vorne im Zentrum mit insgesamt 6 Lasern geschmolzen wird. Und durch das sogenannte Laserauftragsschweißen wird Schicht für Schicht die gewünschte Geometrie aufgebaut. Sie können mit der Zelle Teile herstellen in verschiedenen Materialien, also im Titan, Stahl, Edelstahl, Inconel, auch Kupfer ist in Zukunft mit Sicherheit bearbeitbar. Durch das Zusammenspiel von Dreh-Kipp-Tisch und dem absolut vermessenen Roboter haben wir die Möglichkeit, jede Freiformfläche zu drucken, auch ohne Stützstruktur, da wir beide synchron zueinander bewegen können. Wir haben eine minimale Wandstärke von 2 mm. Es sind aber genauso Workstücke möglich, die in vollem Material gedruckt werden können. Die Zelle ist im Prinzip für Kunden geeignet, die im Sonderanlagenbau, Werkzeugbau oder auch im Prototypenbau tätig sind. Also sie können da relativ frei Teile herstellen, also strömungsoptimierte Teile, zum Beispiel bei einem Propeller oder Windkraftwerk, die energieeffizient einsetzbar sind. Das Verfahren trägt zu einer nachhaltigen Produktion bei, da bis zu 98% Material eingespart werden kann, da wir nur drucken, was gebraucht wird und dadurch auch Energie eingespart wird. Auch ein Vorteil dieser Anlage ist im Prinzip die Herstellung von Ersatzteilen, wie zum Beispiel für Oldtimer. Für Teile, die auf dem Markt nicht mehr beziehbar sind, können auf der Anlage hergestellt werden. Wir haben den KUKA Biontech gewählt, weil er in seiner Traglastklasse mit 30 Kilo ideal in der Steifigkeit für die Applikation ist, da wir die höchstmögliche Genauigkeit brauchen, um die Bahnen Stück für Stück aufzubauen. Wir verwenden bei uns KUKA SIM, um im Vorab zu prüfen, ob die Zelle geeignet beim Kunde eingesetzt werden kann und um auch die Sicherheitsbereiche und die Vorabinbetriebnahme durchzuführen. Wir haben die Zelle in unser Portfolio aufgenommen, weil die additive Fertigung im Moment eine sehr große Kundenanforderung ist. Und da sehen wir eine große Innovation, die wir unseren Kunden bieten können. Industrial Intelligence.